بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, heute wollen wir mit der edlen Sira, Biografie unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam weitermachen. Und wir sind jetzt beim dritten Vortrag zur Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und heute insha'Allah ta'ala beschäftigen wir uns mit zwei Ereignissen, welche sich abgespielt haben vor der Geburt unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und bei diesen beiden Ereignissen handelt es sich um sogenannte Irhasat. Und Irhasat ist ein Begriff für Wunder, welche dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ankündigen sollten. Irhasat verwendet man für Wunder und außergewöhnliche Gegebenheiten, welche das Erscheinen eines Propheten ankündigen. Während man eine Mu'jiza, was ebenfalls mit Wunder übersetzt wird, dann verwendet, wenn ein Prophet schon angefangen hat zu wirken und die Menschen damit herausfordert, um zu zeigen, dass er ein Gesandter Gottes ist. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff, der in diesem Zusammenhang verwendet wird, und das ist der Begriff Karama. Und eine Karama ist ebenfalls eine außergewöhnliche Handlung, welche auf die Stellung eines gottesnahen Menschen hindeutet, der kein Prophet ist. Und es gab zwei Ereignisse vor der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, welche darauf hingedeutet haben, dass ein neues Zeitalter beginnen wird. Ereignisse, welche darauf hingedeutet haben, dass jetzt sich etwas ändern wird. Und das erste Ereignis ist die Wiederentdeckung des Brunnen Semsem. Und das zweite Ereignis ist das Ereignis des Elefanten. Und wir werden uns versuchen, insha'Allah ta'ala, heute mit diesen beiden Ereignissen und den Lehren, welche wir aus ihnen ziehen können, zu beschäftigen. Beginnen wir insha'Allah ta'ala mit dem ersten Ereignis. Und zwar die Wiederentdeckung des Brunnen Semsem. Es könnte einer sagen, war nicht Semsem die ganze Zeit vorhanden gewesen? Wie haben denn die Mekkaner gelebt? Nein, Semsem ist im Laufe der Jahrhunderte der Brunnen, den damals Ibrahim a.s. mit Ismail a.s. ausgeschöpft hat, nachdem die Frau und die Mutter von Ismail, die Frau von Ibrahim und die Mutter von Ismail a.s. Hajar a.s. diesen Brunnen in Mekka gefunden hat durch ein Wunder, als sie nach Wasser gesucht hat, und die Geschichte ist allgemein bekannt, und zwischen den beiden Hügeln As-Safa und Al-Marwa hin und her lief und dann unter den Füßen ihres Säuglings Ismail alayhi salam plötzlich Wasser aus der Erde sprudelte. Und es wurde dann an dieser Stelle ein Brunnen ausgegraben. Und man hat über Jahrhunderte hinweg immer aus diesem Brunnen Wasser geschöpft. Aber im Laufe der Zeit wurden neue Brunnen ausgehoben, welche etwas weiter entfernt gewesen waren von der Kaaba. Der Brunnen Semsem befindet sich direkt an der Kaaba. Und wahrscheinlich liegt der Grund darin, so habe ich es zumindest herauslesen können, aus dem Material, was mir zur Verfügung stand, wahrscheinlich liegt es daran, dass über dem Brunnen zwei Götzen errichtet wurden.
Isaf und Naila. Das sind zwei Götzen, welche errichtet wurden, wie es überliefert wird, unter anderem, ich weiß nicht, wie authentisch diese Überlieferung ist, weil es handelt sich hierbei auch um eine Überlieferung aus vorislamischer Zeit, aber es wird gesagt, dass zwei Personen, ein Mann und eine Frau, mit dem Namen Isaf und Naila, vor der Kaaba Zina begangen haben sollen. Und als Strafe dafür sollen sie zu Stein geworden sein. Und die Mekkaner haben das in irgendeiner Weise als Wunder angesehen und haben dann diese beiden Götzen an diese Stelle gestellt. Allahu alam, wie authentisch das ist und ob das stimmt, ob man das nicht vielleicht im Nachhinein nachgebetet hat. Aber auf jeden Fall befand sich an dieser Stelle diese Götze von Isaf und Naila. Bis Allah subhanahu wa ta'ala, und vielleicht war dies auch eine Strafe gewesen für die Mekkaner, dass sie angefangen haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala an diesem heiligen Ort auch noch andere Götzen oder andere sogenannte Gottheiten anzubeten und Götzen anzubeten. Vielleicht war dies auch eine Strafe dafür gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dann als Strafe den Brunnen Zamzam, den ihr Urvater Ibrahim alayhi salam ausgehoben hat, genommen hat. Und sie nicht mehr wussten, wo sich dieser Brunnen befindet. Und interessant ist, er befand sich direkt an dieser Stelle, wo Isaf und Naila standen. Die Götzen von Isaf und Naila. Meine Frage an euch, vielleicht ganz kurz nur, bevor wir hier an dieser Stelle weitermachen. Wer war denn der Erste gewesen, der die Götzen in Mekka eingeführt hat? Wir dürfen nicht vergessen, die Kaaba ist ein Haus Allahs gewesen. Ein Sinnbild für den Tawhid, für den Eingottglauben. Wie kam es denn dazu, dass irgendwann einmal die Mekkaner angefangen haben, dort Götzen anzubieten? Ein Händler? Ja, wie hieß der? Nein? Weiß jemand, wie der hieß? Das war einer der angesehenen Persönlichkeiten in Mekka. Er war zu diesem Zeitpunkt der Stammesführer gewesen. Er hieß Amr ibn Luhay. Und Amr ibn Luhay, er ist immer wieder gereist. Und er hat dann auch gesehen, wie andere Völker Götzen angebetet haben. Das hat ihm gefallen. Und was hat er dann getan? Er hat dann einige Götzen mit nach Mekka gebracht. Und er hat den Leuten gesagt, welche den Glauben gar nicht mehr bewusst praktiziert haben, sondern nur noch traditionell den Glauben praktiziert haben, ab heute beten wir diese Götzen an. Und so wurde im Laufe der Zeit immer mehr Götzen an diesen Ort gestellt, bis man irgendwann einmal für jeden Tag eine Götze hatte. Und auch in der Kaaba gab es Götzen und Ikonen, die angebetet wurden. Fast alle Religionen waren dann in irgendeiner Weise dort vertreten gewesen. Es wird sogar überliefert, dass dort ein Marienbild gewesen ist, welches angebetet wurde in der Kaaba von Maryam alayhi salam. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Kitab al-Asnam, das Buch der Götzen von einem Historiker, Ibn al-Kalbi. Dort werden all die Götzen aufgelistet, welche in der Kaaba und vor der Kaaba angebetet wurden, während die Mekkaner und die Quraysh dort herumgingen. Also es war ein Sammelort gewesen für ganz unterschiedliche Religionen und Sekten, die dort hingekommen sind, um dann dort ihrem Gott zu huldigen. Also im Laufe der Jahrhunderte ist der Tauhid verloren gegangen und somit auch das Wissen über den Brunnen Zamzam. Ganz, ganz wichtig. Weil Zamzam ist nicht irgendein Wasser, sondern wie wurde Zamzam gefunden? Das müssen wir verstehen, denn wir kommen gleich noch auf Zamzam zu sprechen, inshallah ta'ala. Wie wurde denn Zamzam gefunden? Zamzam wurde gefunden durch Hajar und das Gottvertrauen von Hajar. Ihrem Tawakkul, ihrem einmaligen Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Belohnung für den Glauben gewesen. Das müssen wir verstehen. Zamzam ist ein Sinnbild für den Glauben. Und der Glaube, er führt zu was? Er führt zum Leben. Und das Wasser ist wiederum ein Sinnbild für Leben. Ganz wichtig. Zamzam ist Sinnbild für den Glauben, für den reinen Glauben.
Und der Glaube, er führt zum wahrhaftigen Leben. Sagt nicht Allah subhanahu wa ta'ala, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. Wer rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, und glaubt, den werden wir ein schönes Leben führen lassen, also ein wahres Leben. Also der Glaube ist wiederum was? Ein Sinnbild für das wahre Leben. Und Allah Ta'ala, er sagt über die Entstehung des Lebens, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Und wir haben aus Wasser alles lebendig gemacht. Also wir sehen, es ist wie ein in sich geschlossener Kreis. Und als dann die Menschen sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter vom Glauben entfernt haben und der Glaube irgendwann einmal nur noch eine Tradition gewesen ist, so wie teilweise heute bei vielen Muslimen, nur noch Tradition. Die Tradition steht über allem. Es ist kein bewusster Glaube mehr. Bei vielen Menschen, bei vielen Muslimen. Und deswegen brauchen wir uns heute auch nicht zu wundern, dass die Muslime sich in diesem Zustand befinden. Weil die meisten Muslime praktizieren ihren Glauben nur noch aus der Tradition heraus. Nicht mehr aus einem Bewusstsein für den Glauben. Sondern weil sie es einfach so von ihren Eltern gelernt haben. Und somit ist dann irgendwann einmal das Wissen über diesen Brunnen verloren gegangen. Man hat dort eine Götze errichtet und im Laufe der Jahrzehnte hat man vergessen, dass sich genau dort der Brunnen Semsem befindet. Die Quelle für den wahren Iman. Vielleicht wusste man das in den ersten Jahren noch, aber als dann die nächsten Generationen kamen, hat man es vergessen. Und keiner wusste, wo ist eigentlich dieser Brunnen. Und es gab natürlich noch andere Brunnen, aber die waren, wie gesagt, am Rand von Mekka gewesen. Und es war nicht das Gleiche gewesen, es war nicht Semsem gewesen. Und jetzt, kurz vor der Geburt unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sollte genau dieser Brunnen von dem Großvater unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wiederentdeckt werden. Kurz vor der Geburt unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als sogenannte Irhas. Als Zeichen dafür, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt wird der Iman, der Tauhid, wiederbelebt. Jetzt werden die Menschen zurückgeführt zum wahren Kern des Glaubens. Jetzt kommt jemand, der die Menschen zu Allah zurückführt. Zu der Religion Ibrahim alayhi salam zurückführt. Und wie wurde denn dieser Brunnen wiedergefunden und wiederentdeckt? Und hier gibt es eine authentische Überlieferung. Welche Ibn Ishaq, und wir haben ja schon über Ibn Ishaq gesprochen gehabt, dass er der wichtigste Sira-Autor überhaupt gewesen ist. Und er eine der ältesten Werke über die Sira, die uns dann noch erhalten geblieben ist, über die Sira von Ibn Hisham, geschrieben hat. Und der Imam dieser Wissenschaft ist. Und zwar überliefert Ibn Ishaq in seiner Sira mit einem Sanad von Ali ibn Abi Talib, also der bis zu Ali ibn Abi Talib führt, dass er die Geschichte von der Wiederentdeckung des Brunnens Semsem erzählt hat. Und er hat das wahrscheinlich von seiner Familie gehört, weil Ali ibn Abi Talib ist der Cousin unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der Sohn von Abu Talib, und Abu Talib ist der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und der Sohn von wem? Der Sohn von Abdul Muttalib. Und Abdul Muttalib ist der Großvater unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar berichtet er jetzt, wie dieser Brunnen wiedergefunden wurde. Und er sagte, dass Abdul Muttalib gesagt hat. Er muss das wahrscheinlich über seinen Vater Abu Talib dann gehört haben und schreibt ihm das direkt zu. Abdul Muttalib sagte, warum hieß denn eigentlich Abdul Muttalib Abdul Muttalib? Warum hieß eigentlich Abdul Muttalib Abdul Muttalib? Weiß jemand? Wie hieß denn der Urgroßvater von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Es gab einen, ja, von unserem, sozusagen jemanden vor unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der hieß Al-Muttalib. Man nannte ihn auch, nee, entschuldigt, also Abdul Muttalib nannte man auch wie Hashim. Abdul Muttalib nannte man auch wie Hashim. Und
Er wurde dann Abd, entschuldige, jetzt bin ich durcheinander, nicht Abd al-Muttalib hieß Hashim, sondern er hieß, Abd al-Muttalib hieß ursprünglich Shaybah. Und auf jeden Fall ist es so gewesen, dass er nicht in Mekka aufgewachsen ist, sondern wo ist er aufgewachsen? Er ist außerhalb von Mekka aufgewachsen, bei seiner Mutter. Und eines Tages hat ihn dann sein Onkel al-Muttalib, als er schon erwachsen gewesen war, nachdem sein Vater gestorben ist, nach Mekka gebracht und er hat hinter ihm gesessen auf seinem Reittier. Und was haben die Leute gedacht? Die Leute haben gedacht, dass es sich hierbei um den Sklaven von al-Muttalib handelt. Also haben sie ihn wie genannt? Abd al-Muttalib. Sie haben ihn Abd al-Muttalib genannt. Und hier noch einmal sozusagen der Stammbaum des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis Hashim. Er ist sozusagen Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Ja? Also Hashim sozusagen ist der Vater von Abd al-Muttalib. Al-Muttalib ist sein Onkel gewesen. Und als er dann schon als erwachsener Mann mit seinem Onkel al-Muttalib nach Mekka kam, dachten die Leute, ah, das ist der Sklave von al-Muttalib. Und dann meinte er, nein, was ist mit euch los? Das ist nicht der Sklave, das ist mein Neffe. Aber die Leute haben dann den ursprünglichen Namen von ihm vergessen, haben ihn dann die ganze Zeit wie genannt? Abd al-Muttalib. Also es ist nicht Abd al-Muttalib, weil er al-Muttalib oder eine Götze, die al-Muttalib hieß, angebetet hat. Nein, sondern im Sinne von der Sklave von al-Muttalib. Und Abd al-Muttalib war jemand gewesen, der sehr angesehen war in Mekka. Und er war auch verantwortlich gewesen für die Siqaya. Und die Siqaya ist, dass er, wenn die Pilger nach Mekka gekommen sind, dann mit Wasser versorgt hat. Und zu diesem Zeitpunkt war das sehr schwierig gewesen. Warum? Weil es nämlich direkt neben der Kaaba keinen Brunnen gab. Und er hatte nur einen einzigen Sohn gehabt. Dieser Sohn hieß Al-Harith. Und Al-Harith ist auch einer der Onkel unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte insgesamt 10 Onkel gehabt. Und jetzt berichtet er, während ich im Hijr, was ist mit Hijr gemeint? Der Hijr Ismail, dieser Bogen um die Kaaba herum, die eigentlich ein Teil von der Kaaba ist. Iz atani atin, kam im Schlaf jemand zu mir. Also er hat ein Traumgesicht gesehen. Und wir wissen, dass die Traumgesichter, die sogenannten Ru'a, ein Teil des Prophetentums sind. Ein Teil des Prophetentums sind. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Es ist eine Form von Eingebung. Und er sagt jetzt, dass dieser Mann oder diese Person im Traum zu ihm sprach, Uhfur Taiba. Grabe nach Taiba, der Guten. Das ist wie die Stadt Taiba, also Medina. Medina der Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Grabe nach der Guten. Und er fragte, und was ist Taiba? Und plötzlich ging diese Person weg. Warum Taiba? Und wir werden gleich sehen, dass es sich hier um den Brunnen Zamzam handelt. Warum Taiba? Weil dieser Brunnen nur für die Tayyibin und die Tayyibat gedacht ist. Für diejenigen, die gut sind und die rechtschaffen sind. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in Surat An-Nur, At-Tayyibuna lit-Tayyibat. Die guten Männer für die guten Frauen. Wat-Tayyibatu lit-Tayyibin. Und die guten Frauen für die guten Männer. Und genauso auch Ma' Zamzam ist für die Guten vorgesehen, für die Mu'minun vorgesehen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat aufgezeigt, dass der Unterschied zwischen einem Heuchler und einem Mu'min was ist? Dass ein Mu'min, wenn er von Zamzam trinkt, versucht, sehr viel zu trinken, bis er voll ist. Während ein Munafiq das nicht tut, ein Heuchler. Wieso? Weil ein Heuchler glaubt nicht daran, dass dieses Wasser besonders ist. Aber ein Mu'min, er weiß ganz genau, dieses ist ein besonderes Wasser. Und dementsprechend trinkt er viel davon und er ist sich sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er davon trinkt, auch sein Dua erhören wird. Deswegen ist es der Unterschied zwischen einem Mu'min und einem Munafiq, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Also Zamzam ist für die Guten vorgesehen, deswegen erst einmal die Gute, aber er wusste noch nicht, worum es geht. ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّي.
Am nächsten Tag kehrte ich zurück, um mich noch einmal hinzulegen, also zu derselben Stelle, und wieder sah ich im Schlaf genau diese Person. Und diesmal sagte sie zu mir, Uhfur Barra. Und ich fragte dann daraufhin, also grabe nach Barra. Und ich fragte dann, und was ist Barra? Und diese Person ging wieder von mir. Und was heißt Barra? Was ist die Bedeutung von Barra? Von welchem Wort kommt das? Von? Birr. Na, nicht Barra, Barra. Birr, min al-Birr. Was ist al-Birr? Al-Birr ist Güte, Rechtschaffenheit. Leis al-Birr an tuwallu wujuhakum qibala al-Mashriqi wal-Maghrib. Ja? Zur Frömmigkeit gehört es nicht, dass ihr eure Gesichter gegen Osten und Westen wendet. Und warum Barra? Weil Semsem nämlich für die sogenannten Abrar, für die Frommen, zum Vorschein gekommen ist, nämlich Hajar alayhi salam. Und jetzt steht er wieder auf und am dritten Tag legt er sich wieder hin. Und wieder kommt diese Person zu ihm. Und sie sagt zu ihm diesmal, Uhfur al-Madnuna. Grabe nach der al-Madnuna. Und er fragte, und was ist al-Madnuna? Und die Person ging wieder von mir. Das ist eine authentische Überlieferung. Was heißt denn Madnuna? Das Wort Madnuna von Donna Yadinu. Weiß das jemand? Mamana al-Madnuna. Ja? Ja? Ist etwas, was sozusagen versteckt ist und was man versteckt und vor anderen geheim hält, weil man damit geizen möchte. Und Semsem ist etwas Besonderes. Es ist nur für die Mu'minun vorgesehen. Und nicht für die anderen. Und jetzt, am vierten Tag, kommt jetzt diese Person noch einmal und sagt ihm etwas ganz Konkretes. Nachdem drei Tage zuvor die unterschiedlichen Eigenschaften von Semsem erwähnt wurden und er noch nicht wusste, worum es geht, kommt dann am vierten Tag diese Person noch einmal im Schlaf und sie sagt zu ihm, Uhfur Semsem, grabe nach Semsem. Und ich fragte, was ist Semsem? Und er antwortete, لا تترف أبدا ولا لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. Grabe nach Semsem. Und was ist Semsem? Semsem ist etwas, was niemals versiegen wird und was niemals ausgehen wird oder was man niemals tadeln wird. Es tränkt und gibt den Pilgern, die zur Pilgerfahrt kommen, etwas zu trinken. Zwischen Farth und Dem, zwischen Kot und zwischen Blut, was ist damit gemeint? Ja, zwischen Kot und zwischen Blut, einige Gelehrte haben gesagt, dass damit Semsem in seiner Reinheit mit Milch verglichen wird, weil Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran die Milch, welche aus dem Tier herauskommt, genauso beschreibt, dass sie zwischen Kot und zwischen Blut dann aus dem Tier herauskommt als reine Milch. Das ist ein Ort, der hier beschrieben wird, ja, wo sich ein Grabe befinden soll, der an seinem Fuß etwas Weißes hat. Bei dem Ameisenhaufen. Das sind wahrscheinlich Beschreibungen, die damals Abdul Muttalib verstanden hat. Es gibt da einige auch Erklärungen für, die uns aber nicht weiter beschäftigen sollen. Wichtig ist es einmal, dass jetzt Abdul Muttalib verstanden hat, warum er überhaupt dieses Traumgesicht gesehen hat. Und was machte er? Am nächsten Tag nahm er eine Spitzhacke und nahm seinen einzigen Sohn Al-Harith zu genau diesem Ort. Und wo befand sich dieser Ort? Er hat sofort verstanden. Er befand sich direkt dort, wo sich die Götze Isaf und Na'ile befinden bei der Kaaba. Und erst einmal wollten die Quraysh ihn aufhalten und haben gesagt, wie kannst du unter unserer Götze, die wir anbeten, etwas ausgraben? Aber er meinte, bei Allah, ich werde hier graben, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich werde hier graben. Und als sie dann gesehen haben, dass er es ernst meint, haben sie ihn graben lassen und waren erst einmal gespannt darauf gewesen, was kommen wird. Und er grub und er grub und die Quraysh waren um ihn herum gewesen, waren mitten vor der Kaaba gewesen. Und dann plötzlich stieß er auf den Rand des Brunnens. Und als die Quraysh das gesehen haben, haben sie sofort geschrien.
dieser Brunnen gehört uns allen. Woraufhin Abdul Muttalib gesagt hat, niemals. Ich bin derjenige, der ihn gefunden hat und er gehört nur mir und meiner Familie. Und ich werde darüber bestimmen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, Abdul Muttalib ist für was verantwortlich gewesen? Für die Siqaya, das heißt für das Wasser in Mekka und dass er den Pilgern etwas zu trinken gibt. Und er sagte bei Allah, dies ist mein Brunnen. Und sie haben sich dann so lange gestritten, bis sie gesagt haben, wir müssen uns zu einer Person begeben, welche zwischen uns richtet. Und sie haben sich dann für eine Wahrsagerin entschieden mit dem Namen Kahinat Bani Sa'd Hudayn. Und sie machten sich auf den Weg. Und es waren einige von den Quraysh da gewesen und Abdul Muttalib. Und sie sollte zwischen ihnen richten. Und als sie dann durch die Wüste ritten, haben sie sich in irgendeiner Weise verlaufen und sie hatten kein Wasser mehr gehabt. Und sie haben sich dann an einem Ort niedergelassen und haben gesagt, es geht nicht mehr weiter, wir werden hier verdursten. Und wir werden es so machen, immer dann, wenn einer von uns verdurstet ist, dann gräbt der andere schon einmal für ihn ein Loch aus und schmeißt ihn in dieses Loch hinein, bis dann nur noch einer übrig bleibt und der hat dann eben kein Grab. Aber Abdul Muttalib, er war mit dieser Entscheidung nicht zufrieden gewesen. Und er hat gesagt, niemals dürfen wir uns dem Tod einfach so hingeben. Es war jemand gewesen, der einen starken Willen hatte. Und das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, einen starken Willen zu haben und nicht aufzugeben, egal wie aussichtslos die Situation ist. Und das zeigt noch einmal, dass dies Eigenschaften sind, die nicht nur uns Muslime betreffen, sondern Eigenschaften sind, die die gesamte Menschheit betreffen. Und gerade wir als Muslime sollten Vorbilder in diesen Eigenschaften sein. Und er machte ihnen Mut und sie sagten, du hast recht. Und während er aufstand und sein Kamel aufrichtete, geschah ein weiteres Wunder. Und was war dieses Wunder gewesen? Wasser ist direkt unter dem Bein seines Kamels hervorgestrudelt. Und als sie das gesehen haben und alle getrunken haben, haben sie gesagt, wir brauchen überhaupt nicht mehr weiterzugehen. Die Sache ist entschieden worden. Derjenige, der dir an diesem unscheinbaren Ort, wo es kein Wasser gibt und wo wir beinahe verdurstet wären, Wasser gegeben hat, durch das wir überleben konnten, ist auch derjenige, der dir gezeigt hat, wo der Brunnen Semsem ist. Wir werden uns nicht mehr mit dir über den Brunnen Semsem streiten. Der Brunnen Semsem soll dir gehören und du sollst als Einzige darüber bestimmen. Woraufhin sie dann zurückgekehrt sind und Abdul Muttalib dann verantwortlich gewesen ist für den Brunnen Semsem. Und das ist ein Zeichen gewesen dafür, dass jetzt eine neue Zeit begonnen hat. Der Brunnen Semsem wurde wiedergefunden. Das Wasser des Iman. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dieses Wasser sehr geschätzt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, Ma'u Semsem lima shuriba lah. Ma'u Semsem ist für das vorgesehen, für was man es beabsichtigt zu trinken. Ma'u Semsem lima shuriba lah. Und es gibt eine schöne Geschichte von einem Hadith-Schüler, der bei seinem Lehrer gewesen ist, soweit ich mich entsinnen kann, was ist Suhaili gewesen. Und dieser hat dann genau diesen Hadith überliefert. Ma'u Semsem lima shuriba lah. Also Ma'u Semsem ist für das, wofür man es trinkt. Woraufhin er dann kurz wegging und wieder kam. Und sein Lehrer hat sich gewundert, was ist los mit dir, wo warst du gewesen? Bist du irgendwie sauer auf mich oder hat dir der Hadith nicht gefallen oder weiß ich was? Nein, er meinte nur, ich habe jetzt gerade einen Eimer Semsem getrunken. Und ich habe ihn getrunken mit der Absicht, dass du mir 100 Hadithe überlieferst. Ich habe ihn getrunken mit der Absicht, dass du mir 100 Hadithe überlieferst. Also als er das gehört hat, meinte er, okay, ich habe gerade diesen Hadith überliefert und dein Wunsch soll erfüllt werden. Und hat ihm dann 100 Hadithe überliefert. Weil damals diejenigen, die nach Hadithen gestrebt haben, die haben nicht genug bekommen von ihren Mashaikh. Und die Mashaikh, die diese Hadithe überliefert haben an ihre Schüler, die haben das immer, wie gesagt, ja, langsam gemacht und jeden Tag vielleicht 10 Hadithe überliefert. Und er wollte unbedingt mehr Hadithe hören und hat dann das mit dieser Absicht getan. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dann so seinen Wunsch erfüllt und er hat dann diese Hadithe auch überliefert bekommen. Von Abdullah ibn Abbas wird überliefert, dass er, wenn er Ma Semsem getrunken hat, was getan hat? Er hat dann folgenden Dua gesagt, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen und
eine weite Versorgung وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا und einer angenommenen Tat. Und man kann, wie gesagt, jeden Dua machen, den man möchte. Wichtig ist, dass man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Dua auch erhört. Und ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung und das, was ich auch von vielen anderen Autoren gelesen habe, dass wenn man Zamzam mit dieser Absicht trinkt, egal welche Absicht es ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem das auch wirklich erfüllt. Wichtig ist aber, das ist das Wichtige, dass man dies mit Yaqin macht, mit Gewissheit macht. Das heißt, auch daran keinen Zweifel hat. Ich persönlich bin schon öfters in Mekka krank geworden oder in Medina. Und ich habe keine Medizin genommen. Und als ich dann Zamzam getrunken habe und darauf noch Al-Fatiha gelesen habe, war ich am nächsten Tag immer gesund. Und ich habe richtig gemerkt, ich werde krank. Und zwar wirklich krank. Und wenn man das aber mit der Absicht macht, dass man gesund werden möchte und dann noch vielleicht Al-Fatiha darauf rezitiert und das mit dieser Absicht trinkt und kein Zweifel hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies erhört, dann, subhanallah, zeigt das eine Wirkung, die jeder merkt, der das schon einmal selbst durchgemacht hat. Und das ist das Wasser des Iman. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Abdul Muttalib jetzt, wie gesagt, Zamzam, den Brunnen von Zamzam wiedergefunden hat und das ein Zeichen dafür gewesen ist, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erscheinen wird. Kommen wir jetzt zum zweiten Ereignis. Und das zweite Ereignis ist ein noch viel größeres Ereignis. Ein Ereignis, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala die Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam angekündigt hat. Und zwar handelt es sich um das Ereignis, welches Allah ta'ala auch im Koran festgehalten hat, in Surat al-Fil, welche wir vorhin gehört haben. Und die Geschichte ist im Allgemeinen bekannt. Wir versuchen insha'Allah ta'ala in der kurzen Zeit, die wir haben, diese Geschichte zusammenzufassen und die wichtigsten Lehren aus dieser Geschichte für uns zu ziehen. Es handelt sich um die Geschichte eines Mannes mit dem Namen Abraha. Wer war Abraha gewesen? Abraha war der Herrscher des Jemen gewesen. Woher kommt Abraha? Abraha kommt ursprünglich aus Abessinien, war ein Feldherr gewesen, der es geschafft hat, gegen seinen Vorgesetzten zu putschen und hat die Macht ergriffen. Welche Religion hatte Abraha gehabt? Abraha war Christ gewesen, weil die Menschen in Abessinien auch Christen gewesen waren. Sie gehören der orthodoxen Kirche an. Und was wollte er tun? Er wollte im Jemen, im heutigen Sana'a, eine Kirche errichten. Eine Kirche mit dem Namen Al-Qulais. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt noch, wie gesagt, einen Ort in Sana'a, im heutigen Sana'a, wo noch Reste von dieser Kirche erhalten sind. Es ist eigentlich nur noch so eine Art, ja, wie so eine Art Mauer, die rund ist und ein Boden darunter, der leer ist, die wird auch nicht gepflegt, aber man weiß, dass hier an dieser Stelle die Kirche Al-Qulais gewesen ist. Warum wollte er diese Kirche errichten? Er wollte das Christentum auf der arabischen Halbinsel verbreiten. Und sein Ziel war es gewesen, nicht irgendeine Kirche zu errichten, sondern eine regelrechte Kathedrale. Und wenn wir von einer Kathedrale sprechen, dann sprechen wir immer von einer großen Kirche. Und er wollte die Araber dazu bringen, dass sie nicht mehr zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala pilgern, sondern dass sie in den Jemen kommen und zu dieser Kirche pilgern und somit das Christentum auf der arabischen Halbinsel verbreiten. Das war sein Ziel gewesen. Nur die Araber, sie waren mit seiner Idee und mit seinem Vorhaben nicht einverstanden gewesen. Weil für die Araber war die Kaaba etwas Besonderes gewesen, auch wenn sie Muschrikun waren. Sie haben mehrere Gottheiten angebetet. Sie hingen sehr an ihrer Tradition. Sie wussten, dass dieser Ort ein besonderer Ort ist. Und wenn wir uns mal Mekka anschauen, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass Mekka eigentlich nicht auf einer Straße liegt, wo man sagen könnte, dies ist eine Straße, die man sozusagen eine Handelsroute, die man normalerweise gehen würde. Sondern jeder, der schon einmal in Mekka gewesen ist, weiß, wie abgelegen Mekka eigentlich von den normalen Routen liegt.
Alles nur Steinwüste drumherum. Also ein Ort, den man niemals wählen würde, um dort als Händler oder als Karawane entlang zu reisen. Und das zeigt noch einmal, dass Mekka für die Araber nicht nur eine Handelsroute gewesen ist oder ein Zwischenstopp gewesen, sondern Mekka ist für die Araber der damaligen Zeit ein Heiligtum gewesen, zu dem sie alle gepilgert sind. Und sie hingen sehr daran. Und sie waren auch nicht bereit gewesen, dies einfach aufzugeben. Aber Abraha, er errichtete diese Kirche, und es war eine mächtige Kirche gewesen, eine mächtige Kathedrale. Und er erhoffte sich, dass er nun somit das Christentum auf der arabischen Halbinsel verbreiten könne. Und jetzt gab es einen Vorfall. Wir wissen nicht, wie authentisch das ist oder nicht. Aber das zeigt, dass die Araber nicht sehr überzeugt davon gewesen waren. Und zwar wird überliefert von einem Wüstenaraber, dass er in die Kirche in der Nacht ging und dort sein Geschäft erledigte und dann auch noch die Wände der Kirche mit seinen Exkrementen dann beschmiert hat. Und das soll Abraha so erbost haben, dass er gesagt hat, ich werde es anscheinend nicht schaffen, die Araber davon abzubringen, zur Kaaba zu pilgern. Und dementsprechend bleibt mir nichts anderes übrig, als das Heiligtum der Araber zu zerstören. Und wie tat er dies? Er wollte dies tun mit einem Elefanten. Oder mit mehreren Elefanten, wir wissen es nicht. Und er machte sich auf den Weg. Und im Übrigen, dieser Feldzug gegen die Mekkaner ist historisch belegt. Also es ist nicht nur eine Sache, die wir im Koran haben, sondern ist historisch belegt. Das Einzige, worüber es Meinungsverschiedenheiten gibt, ist, in welchem Jahr das gewesen ist. Ist es im Geburtsjahr unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen, das heißt ca. 570, oder ist das 20 Jahre vorher gewesen ungefähr? Vor dem Geburtsjahr des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Da ist man sich nicht ganz sicher. Und selbst unter muslimischen Historikern gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber die meisten sagen, dass dies im Jahr, im Geburtsjahr unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam stattgefunden haben soll. Abraha, er machte sich auf den Weg und er hatte eine Riesenarmee bei sich und er hatte auch ein oder mehrere Elefanten bei sich. Und auf dem Weg nach Mekka, und er kannte den Weg nicht selbst, hat er immer wieder auch Stämme getroffen, welche versucht haben, Widerstand zu leisten. Und das zeigt noch einmal, dass sie sich das nicht gefallen lassen wollten und dass sie an diesem Haus hingen, obwohl sie Muschrikun gewesen waren. Aber es war ihnen wichtig gewesen. Die Tradition ist ihnen wichtig gewesen. Und zunächst erst einmal gab es jemanden von den Himyar, und die Himyar waren auch ein Stamm gewesen, der im Süden der arabischen Halbinsel gelebt hat, welche sich ihnen entgegenstellten. Aber sie hatten keine Chance gehabt gegen die Armee und sie verloren. Und es wurde der Anführer der Himyariten festgenommen mit dem Namen Dhu Nafar, der noch eine Rolle spielen wird, deswegen habe ich ihn extra erwähnt. Und jetzt kommt es noch mehr zu Gegenwehr auf dem Weg zur Kaaba. Und es gibt aber auch einige Stämme, welche sich an die Seite von Abraha stellten. Und da sehen wir, leider gibt es immer wieder Verräter in der Umma. Bis auch in unsere heutige Zeit. Es gibt immer wieder Verräter. Zur damaligen Zeit gab es Leute, die bereit gewesen waren, ihre Heiligtümer zu verraten, nur um selbst an der Macht zu bleiben, dass sie sich selbst schützen können. Und es gab Stämme, welche aufrichtig gewesen sind. Und auch in unserer heutigen Zeit ist es genau dasselbe. Es gibt Muslime, welche nur an ihr eigenes Wohl denken, selbst wenn das auf Kosten der Gemeinschaft ist. Und es gibt welche, die bereit sind, ihr eigenes Leben zu opfern für die Sache der Gemeinschaft. Und immer wieder in der Geschichte, wenn wir uns auch die muslimische Geschichte anschauen, immer wieder, wenn die Muslime zusammengehalten haben, dann hatte der Gegner keine Chance gehabt. Das war in der Zeit der Tataren so gewesen, das war in Andalusien so gewesen und hat sich immer wiederholt in der Geschichte. Und immer dann, wenn die Muslime unter sich zerstritten gewesen waren und sich gegenseitig bekämpft haben, haben es die Feinde geschafft, auch ihre Länder zu erobern. Und so war es auch damals gewesen. Es gab einige, welche sich ihnen entgegengestellt haben und es gab andere, welche mit ihm zusammenarbeiteten. Und einer, der mit ihm zusammenarbeitete, war ein Abgesandter von einem Stamm von den Thaqif gewesen. Und sie schickten, dieser Mann hieß Abu Rughal. Und er war verantwortlich dafür gewesen, Abraha zur Kaaba zu bringen. Aber auf dem Weg dorthin starb er. Und was ist aus seinem Grab geworden? Aus einem Grab
ist ein Ort geworden, den die Araber dann später zu einem Steinigungsort machten. Das heißt, sie haben sein Grab immer wieder gesteinigt. Warum? Weil er ein Verräter gewesen ist. Und so ist es auch mit den Verrätern in der Geschichte. Es mag zwar sein, dass sie anfangs dann ihr Leben schützen und vielleicht auch ein Reichtum gelangen, aber am Ende wird die Geschichte sie verdammen und sie verfluchen. Und am jüngsten Tag werden diejenigen, die Verrat begangen haben, ebenfalls bloßgestellt, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt hat. Und zwar, wie werden sie bloßgestellt? Sie werden bloßgestellt, indem sie eine Fahne in der Hand tragen, auf der steht Radir, also jemand, der Verrat begangen hat. Also in der Dunya wirst du bloßgestellt, irgendwann einmal wird dich Geschichte verfluchen und verdammen und dann am jüngsten Tag wirst du noch einmal bloßgestellt, sodass alle Menschen sehen können, dass du ein Verräter gewesen bist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und auf jeden Fall kam dann, wie wir alle wissen, Abraha nach Mekka und es kam zu einem interessanten Gespräch. Und zwar dieser Dhu Nafar, von dem wir gerade gesprochen haben, der am Leben geblieben ist, der hat es geschafft, für Abd al-Muttalib ein Gespräch zu arrangieren mit Abraha. Abd al-Muttalib, der Großvater unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, von dem wir ja gerade gehört haben, dass er Zamzam wiedergefunden hat, der auch sehr, sehr kräftig gewesen ist und eine sehr, sehr starke Ausstrahlung hatte, Charisma hatte, er kam zu Abraha im Zelt und als Abraha ihn sah, ging er von seinem Thron herunter und saß mit ihm auf dem Boden, weil er ihn respektierte. Aber was war das Anliegen von Abd al-Muttalib gewesen? Was wollte er von Abraha? Wollte er mit ihm über die Kaaba verhandeln oder worüber wollte er mit ihm verhandeln? Bei dem Feldzug hatte Abraha sozusagen einen Ort überfallen, und dabei Kamele. Genau, richtig. 200 Kamele hat er sozusagen an sich gerissen. Die wem gehörten? Abd al-Muttalib. Und auf jeden Fall sagte Abd al-Muttalib, ich bin hier, um von dir zu fordern, meine Kamele mir wiederzugeben. Als Abraha dies hörte, wunderte er sich und sagte, ich habe dich erst einmal respektiert. Und jetzt kommst du zu mir, obwohl ich das Haus deiner Vorväter und deine Tradition zerstören möchte, um mich, um deine Kamele zu bitten. Du bist in meinen Augen gesunken. Woraufhin Abd al-Muttalib seine berühmten und bekannten Worte sagte, die sehr, sehr wichtig sind und die noch einmal zeigten, was für ein Vertrauen in Allah, obwohl sie Muschrikun gewesen sind, die damaligen Araber zur Zeit, also noch vor der Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gehabt haben. Er sagte, das Haus hat einen Herrn, welches ihn beschützt. Ich bin der Herr der Kamele. Ana Rabbul Ibel. Walil Bayti Rabbun Yahmi. Während das Haus einen Herrn hat, der es beschützen wird. Er wusste, dass dieses Haus das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala ist. Und er wusste auch gleichzeitig, er wird sich gegen diese übermächtige Armee, an deren Spitze Elefanten sind, nicht wehren können. Sie haben keine Chance. Und deswegen forderte er auch von den Quraysh, dass sie sich in den Bergen von Mekka verstecken sollen. Weil sie keine Chance haben, sich gegen diese Armee zu stellen. Jeglicher Widerstand macht keinen Sinn. Aber er wusste ganz genau, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Haus bewahren wird. Und dementsprechend setzte er sein ganzes Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte dann auch genau dies tun. Er sollte sein Haus bewahren, aber nicht aufgrund der Quraysh, nein. Sondern wir dürfen eines nicht vergessen. Abraha ist Christ gewesen. Das heißt eigentlich der Anhänger einer monotheistischen Religion. Man müsste eigentlich denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala an wessen Seite steht? An der Seite von Abraha. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er schützt trotz alledem die Quraysh und die Kaaba aus einem einzigen Grund, weil er nämlich wusste, dass jetzt ein Prophet erscheinen wird. Ein Prophet erscheinen wird, der die Menschen wieder
zu dem ursprünglichen Glauben dieses Ortes zurückführen wird. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt ist das Christentum auch nicht mehr in dieser Reimform gewesen, wie in der Zeit von Isa alaihi salam. Und die Geschichte, wie sie ausgeht, sie kennen wir, und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet sie in Surat al-Fil. Und zwar, plötzlich wird der Elefant widerspenstig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er nach Al-Hudaybiyah ging, hatte er einen Vorfall gehabt. Und zwar, sein Pferd ist plötzlich widerspenstig geworden. Es wollte nicht mehr weiterreiten. Und die Leute wunderten sich und sagten, was ist los? Akhala'at al-Qaswa, ist etwa Al-Qaswa, sein Reittier, sein Pferd, widerspenstig und wird es nicht weiterreiten? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ma khala'at al-Qaswa. Nein, Al-Qaswa ist nicht widerspenstig. وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ. Und das ist auch nicht ihr Charakter. وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ. Was hat sie aufgehalten? Das, was den Elefanten zur Zeit von Abraha aufgehalten hat. وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ. Und auf jeden Fall wissen wir, wie es ausging. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fil, was mit Abraha geschehen ist und mit seiner Armee. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Hat er nicht ihren Plan scheitern lassen? Wa arsala alayhim tayran ababil. Und Vögel in Scharen über sie geschickt. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Die sie mit Steinen aus gebranntem Ton bewarfen. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Dann machte er sie wie ein abgefressenes Feld. Allah subhanahu wa ta'ala, er vernichtete diese Armee durch kleine Geschöpfe. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er braucht keine großen Geschöpfe, um jemanden zu vernichten. Manchmal sind es ganz kleine Geschöpfe. Es sind kleine Vögel gewesen, welche Steine in ihrem Schnabel und in ihren Krallen hielten. Und sie dann einfach auf die Armee hinabfallen ließen, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet hat. Es wird überliefert, dass Abraha noch es geschafft hat, nach Sana'a zurückzukehren. Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte ihn zu einem Zeichen machen für all die Menschen, die nach ihm kommen, damit sie sehen, dass er sein Haus bewahren wird und dass sich auch diese Kunde wirklich überall auf der arabischen Halbinsel verbreitet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er ein Volk vernichtet, dann gibt er immer ein Zeichen und lässt immer ein Zeichen zurück. Und dementsprechend, als Pharao vernichtet wurde, was hat Allah subhanahu wa ta'ala über ihn gesagt? Dass er ihn zu einem Zeichen machen wird. Und dementsprechend wurde der Leichnam vom Pharao gefunden, während die Armee im Meer ertrunken ist. Aber der Leichnam vom Pharao konnte gefunden werden, damit er zu einem Zeichen wird für die nachfolgenden Generationen. Ebenfalls das Volk von Lut und die anderen Völker, die Allah subhanahu wa ta'ala vernichtet hat. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat immer ein Zeichen zurückgelassen, damit all diejenigen, die nach ihm kommen, dann auch anhand dieses Zeichen erkennen können, was mit jenen geschieht, welche sich gegen den Willen Allah subhanahu wa ta'ala stellen. Und jetzt erinnert Allah subhanahu wa ta'ala die Quraysh noch einmal an diese Gnade, indem er nämlich sagt, und manche haben diese beiden Suren als eine Sure gesehen, li'ila fi Quraysh, ja, also für die Quraysh und den Zusammenhalt und der Sicherheit von Quraysh, ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, zusammenhalten bei ihren Winter- und Sommerkarawanen, falyabudu rabb hadha al-bayt, so mögen sie dem Herrn dieses Hauses dienen und nicht den Götzen, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, der sie mit Nahrung gegen den Hunger versieht und sie sich macht und sie sicher macht vor Anlässen zur Furcht. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das, wie gesagt, unter anderem für die Quraysh gemacht, als ein Zeichen für sie, dass jetzt ein Prophet kommen wird, der sie zu dem ursprünglichen Glauben dieses Ortes zurückführen wird, nämlich zum Glauben von Ibrahim alayhi salam und Ismail alayhi salam. Aber leider haben viele der Quraysh dieses Zeichen nicht erkennen können und haben sich gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt, obwohl es eigentlich deutlich gewesen ist. Also kurz gefasst und abschließend, insha'Allah ta'ala, wir hatten zwei wichtige Ereignisse vor der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal die Wiederentdeckung vom
Brunnen Semsem und zweitens das Ereignis mit dem Elefanten, durch das die Kaaba, das Haus Allah subhanahu wa ta'ala, bewahrt wurde. Und insha'Allah ta'ala werden wir dann beim nächsten Mal über die Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und was dann auch nach seiner Geburt geschehen ist, sprechen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati. Wa tawasaw bilhaqi. Wa tawasaw bil-sabr.